Mann, Wayne, gut, dass du kommst. Ich brauche die Kohle, die du mir noch schuldest. Bobby Rivers, sieh mich doch mal an. Sehe ich so aus, als ob man mit mir über Geld sprechen könnte? Nee, dazu siehst du eigentlich zu abgewrackt aus. Ich bin traurig, am Boden zerstört. Stimmt, du hast mir ein Gesicht wie... Hör auf, ich bin traurig. Manchmal gibt es im Leben wichtigere Dinge als das beschissene Geld. Mann, du bist ja wirklich am Boden zerstört. Setz dich hin. Wie kann ich denn dir helfen? Ich brauche unbedingt Geld. Aber hast du gesagt, es gibt wichtigere Dinge als Geld. Eben, ich brauche viel Geld. Bobby, ich bin heute Abend hergekommen, weil du ein Freund bist. Oh, danke, Mann. Na ja, kein wirklicher Freund. Nur einer, mit dem man gut reden kann. Ja, okay. Gut ist nun auch wieder etwas übertrieben. Spuck's endlich aus, Mann. Bobby, du weißt, dass ich ein sehr verschlossener Typ bin und meinen Kummer immer vor anderen versteckt habe. Aber heute ist es anders. Naja, wahrscheinlich muss jeder mal in seinem Leben anfangen, sich zu öffnen. Halt die Klappe, jetzt rede ich. Ich habe gehört, dass die Hirtschule Santa Maria de Miracoli zumachen muss. Oh nein. Und? Diese Schule gab mir den Start fürs Leben. Was ich bin, habe ich nur ihr zu verdanken. Ein Glatzkopf? Nein. Ich habe Schwester Perpetual versprochen, dass ich ihr das Geld bringe. Ich habe sie auf dem Totenbett versprochen. Oh, Wayne, sie ist tot? Nein, sie ist auferstanden, als sie hörte, sie kriegt 100.000. 100.000? Oh Mann, du musst aber Schwester Perpetual sehr mögen. Sie war immer so voller Freude. Und sie sah so hübsch aus. Wie in dem Film Die Schöne und das Biest. Wie die Schöne? So sieht sie aus? Früher ja, heute eher wie das Biest. Bobby, du hast ja keine Ahnung, wie viele Erinnerungen damit verbunden sind. Ich weiß noch, wie ich ausgelassen über den Schulhof getollt bin. Wie oft habe ich den Schorf von meinen kaputten Knien als Dope verkauft. Ich war so ein süßer Junge. Aber wenn man die Schule jetzt plötzlich schließt, dann ist das doch so, als ob das alles nicht gewesen wäre. Du was, Bobby, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Wayne. Oh, Wayne, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich habe nichts damit zu tun. Du zeigst zum ersten Mal deine Gefühle, Wayne. Das finde ich wunderbar. Eine Katharsis. Oh ja. Ich habe doch keinen Kater, Bobby. Wayne braucht Geld, um seine alte Schule zu retten. Na siehst du, ich habe mir doch gedacht, dass du voller Mitgefühl bist. Ehrlich? Dann gib mir die 100.000. Aber ich habe keine 100.000. Ich habe nicht mal 50.000. Auf dich kann man sich verlassen. Ich habe nicht mal 1.000. An wen soll ich mich denn sonst noch wenden? Ich habe ja noch nicht mal 5. Nein, konzentrier dich, dann fühlst du die Kraft. Oh, schöne Muskeln. Wayne, du musst nur fest daran glauben, dann kommt Hilfe für dich. Sie ist schon irgendwo da draußen. Ja? Ja, sie ist schon auf dem Weg zu dir. Du musst nur Vertrauen an dich glauben, dann findest du die Lösung. Vertrauen? Ja. Vertrauen, das ist es. Das hat mir die Schwester auch gesagt. Das ist die Lösung, Zuckerpuppe, danke. Bleib so, so wie du bist. Ein Salatsandwich. Was? Wayne, außen ist er wie weißes, nichtssagendes Brot. Und innen drin ist er voller Überraschungen. Füllungen. Was so ein Sandwich für Möglichkeiten hat. Nee, Pepperoni-Pizza. Was machst du hier noch? Warum schläfst du nicht? Ich kann nicht schlafen, ich weiß nicht warum. Ich bin ganz durcheinander, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich mich so unruhig fühle. Ich bin dauernd am Husten, ich krieg Angst. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß auch nicht. Es ist so wie eine Angstlawine, die mich überrollt. Wie wär's mit einem schönen Glas gute, heiße Milch? Für Kinder ist das gut, aber nicht für mich. Ja, für Kinder. Gut, mach mir eine. Okay. Es ist keine mehr da, ich habe sie getrunken. Wie wär's, wenn dir jemand Gesellschaft leistet, hä? Gut. Gut. Auf deine verzichte ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Den Kerl nicht einfach so davonkommen lassen.
Ich will das alles vergessen. Das kannst du nicht so einfach vergessen. Du wolltest mit ihm ins Kino gehen. Das gibt ihm kein Recht, über dich herzufallen. Ich will aber nicht mehr drüber sprechen. Das kriege ich nicht in meinen Kopf. Du kannst den doch nicht laufen lassen. Der Kerl hat versucht, dich zu vergewaltigen und dich aus dem Auto geworfen, als du dich gewehrt hast. Irgendwie muss man da doch was tun. Nein, ich will nicht. Na prima, bleib sitzen, ich bring ihn um. Sag mir, wie er heißt. Nein, ich will, dass du mich nicht mehr fragst. Ich will das alles vergessen und wünsche, dass ich mich dauernd daran erinnert werde. Das ist doch Unsinn, du musst was unternehmen. Was? Ich fühle mich schon gedemütigt genug. Anna! Nein, ich will nicht. Es ist... Bitte. Ich bitte dich, weil du mein Zwillingsbruder bist. Bitte. Ich bitte um Verständnis, dass Anna nicht zur Schule kommen kann, da sie eine... Da sie eine Grippe hat. Ja, gut. Grippe... Zeichnet Bobby Rivers. Oh nein, das ist zu ordentlich für Bobby. Ja, so ist es gut. Gut, also dann leg dich ins Bett, schließ die Tür ab, lass niemanden rein und geh auch nicht aus dem Haus. Denk doch mal nach, Thomas, das ist doch Quatsch. Der wird doch niemals hier auftauchen. Er wird heute nichts Besseres zu tun haben, als jedem zu erzählen, ich wäre frigide. Und wer hat nichts Besseres vor? Ach, du kannst mich nicht ausfragen. Ich werde dir nichts erzählen. Er kann sich sein immer strahlendes Lächeln und seinen feuerroten Corolla sonst wohin stecken. Was ist? Nichts. Deine Gitarre ist verstimmt. Ja, vielleicht. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Und Bobby. Psst, sag jetzt bitte kein Wort. Sieh mich nur an und sag mir, was du vor dir siehst. Wayne, ich sehe ein... Ich sehe ein Sandwich. Ins Bett? Ein was? Vor mir steht ein Salatsandwich. Und vor mir sitzt ein Komposthaufen. Das ist ganz anders. Du erinnerst mich an ein Sandwich wegen dem Zeug, was du zwischen deinen Zähnen hast. Stimmt's, Beth? Hä? Sandwich. Tut mir leid, mir ist der Zusammenhang nicht klar. Du hast doch gestern gesagt, dass Wayne... Ich glaube, ich werde jetzt mal ein Sandwich essen. Sandwich. Mit sowas lebst du zusammen. Hör zu, Zuckerpuppe. Ich hab's. Ich sehe ganz deutlich vor mir, wie ich die Schule von Schwester Perpetua retten kann. Du veranstaltest ein Benefizkonzert. Nein, ich veranstalte ein Benefizkonzert. In 0,0 werden mir für diese Veranstaltung die besten aller australischen Rockstars zugesagt haben. Bobby vielleicht auch. Oh, Wayne, du organisierst wirklich ein Comeback für Bobby? Ja, klar, guter Witz. Sicherlich wirst du dich fragen, wie ich diese berühmten Rockstars dazu bringen werde, einen Vertrag zu unterschreiben. Ich frage mich, woher du die dunklen Ringe unter deinen Augen hast. Schlechte Verdauung? Nein. Davon nicht. Sieh mal, Zuckerpuppe, Bob Geldofs Autobiografie. Das ist ja eigenartig. Er hat auch solche Ringe. Wirklich? Ja. Ach ja. Jedenfalls, als er damals den Live-Aid-Gig veranstaltet hat, ich glaube, das war 84. Ich war 85 in London. Ich habe ihn live gesehen. Ich habe ihn auch live gesehen. Im Fernsehen. Jedenfalls haben all die großen Rockstars damals nur zugesagt, weil sie angenommen haben, dass Bruce Springsteen an einem Konzert teilnehmen würde. Was soll das heißen? Das war eine Ente. Und? Ich werde einfach auch ein bisschen lügen. Hey! Schluss jetzt! Weißt du, wie negative Energie auf dich zurückfallen kann? Es ist aber eine sehr positiv-negative Energie. Es ist doch so, dass wir über meine Schule gesprochen haben, über die Erinnerungen, den Schorf auf meinen Knien und das Dope und die Nonnen, diese wundervollen Zuckerpuppen. Ich muss mich um sie kümmern. Versteh mich doch! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Lass nur, Wayne, das waren ja Gefühlsausbrüche. Wer hätte das gedacht? Ich bin überwältigt. Ja? Soll ich weinen? Das kann ich auch. Wirklich? Ja. Wie kommt Bruce Springsteen zu dem Gig? Ja, der alte Bock. Es schuldet mir noch was. Eine Sekunde. Dieser Platz, den wir gefunden haben, ist Weltklasse. Nicht das MCG. Das Franz von Assisi-Gemeindehaus, ja. Nein, das ist Ecke Eucalypt Dunlop Street. Leicht zu finden. Es ist pink.
Bleib so schön. Bobby! Sie haben richtig gewählt. Hier ist Wayne. Wer? Aber klar doch. Ich rufe zurück. Bleib so schön. Bobby, ist das Wirklichkeit oder träume ich? Das war Australiens größte Konzertagentur. Sie machen den Gig. Sie haben In Excess, Midnight Boil und Joghurt-Dingi. Bobby, ich habe doch erst vor 3 Tagen angerufen und Sie sagen zu. Doch geil. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn mit meinem... Das wird sich ab heute völlig ändern. Ja. Ich werde ein zweiter Bob Geldof. Nicht schlecht. Man wird mich weltweit als Wohltäter feiern. Sie werden Fotos von mir machen und setzen mich aufs Cover vom Rolling Stone. Okay, alle meine Freunde aus der Musikbranche werden mich bewundern. Wayne, aber wird ich jetzt... werde für Shampoo werben. Ich weiß nicht. Ich werde eingeladen in den Buckingham Palace. Wayne, kommt. Sir Wayne Lovett. Agent der Königin. Wayne. Kommt Bruce Springsteen oder kommt er nicht? Wer? Du verstehst nicht, hä? Was? Du wirst ziemlich alt aussehen, wenn der Boss nicht zum Gig kommt. Selbstverständlich werde ich da sein. Was redest du denn? Ich habe nicht von dir gesprochen, sondern von Bruce Springsteen, Mann. Oh, willst du mir damit sagen, dass sie mich anschmieren? Wahrscheinlich wie ein Sandwich, ja. Hey, Thomas. Thomas, was ist denn passiert? Beth! Thomas, was ist mit dir los, Mann? Ich hab mich geprügelt mit jemandem. Warum das denn? Seid mal ruhig, ich habe ein Problem. Hast du dich verletzt? Was ist denn passiert? Haltet eure Klappe, ich muss nachdenken. Ich hab mich mit Greg Jensen angelegt, das Schwein hat mich reingelegt. Was heißt reingelegt? Schon mal was von Rücksichtnahme gehört? Wie kam es denn dazu? Ich hab gesehen, wie Greg gerade auf dem Parkplatz seine Tasche in seinen Sportwagen gepackt hat. Ich ging hin und sagte ihm, was ich von ihm halte. Daraufhin hat er mir gleich eine verpasst. Und dann noch eine. Thomas, warum hast du nicht... Thomas... Warte mal. Nein, Bobby. Hallo, ist da die Auslandsvermittlung? Wayne Lovett. Verbinden Sie mich mit B. Springsteen, Los Angeles, Carolina. Ich verstehe nicht, warum du dich eingemischt hast. Ich musste einfach, nachdem ich wusste, dass er das Schwein ist, weil er einen roten Corolla fährt. Thomas, es war der Falsche. Es war nicht Greg Jensen. Es war Simon Rothwell, unser Schulsprecher. Aber der fährt einen roten Mazda. Aber weißt du, ob das jetzt ein Mazda oder ein Corolla war, das ist doch alles das Gleiche. Nein! Love it! Australien! Ach, sag deinem Chef, ich sitze in der Klemme, er soll mich zurückrufen, aber ein bisschen Prego. Mann, warum hast du das gemacht? Hast du nicht was Wichtigeres zu tun, als mich hier auszuquetschen? Thomas, muss das sein. Damit machst du die Situation auf keinen Fall leichter. Hör jetzt auf! Das wird dich überraschen, aber du musst dich nicht in alles einmischen. Das ist deine Mutter, also sprich mit ihr nicht... Bobby, ich verstehe ihn. Er meint es nicht ernst. Wenn du uns nicht sagst, was du für Probleme hast, dann können wir dir nicht helfen. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Frag doch Anna! Lass deine Schwester damit in Ruhe, sie ist krank. Ich wollte mich gerade hinlegen. Danke sehr. Ich muss mich auch hinlegen. Du wirst jetzt nicht einfach abhauen. Ich will erst wissen, warum du den Streit angefangen hast. Wenn du es nicht sagst, muss ich dich bestrafen. Was willst du mit mir machen? Mich mit deiner Musik foltern? Diesmal werde ich hier nicht so leicht davonkommen lassen. Er muss doch nicht das ganze Album anhören. Wer ist da? Ich bin's. Lässt du mich rein? Mhm. Nun, Anna, ich denke nicht, dass du mich für eine mustergültige Mutter hältst. Richtig, das tut sie auch nicht. Nur... Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, dass hinter dem Streit etwas anderes steckt. Etwas, das ihr beide uns verheimlichen wollt. Du weißt Bescheid? Ja, weil ihr beide euch als Zwillinge doch immer gegenseitig beschützen wollt, so wie Babydelfine das auch ständig machen. Babylöwen und viele andere. Denk an Elsa. Da wurde Joy Adams umgebracht und die beiden haben so getan, als wäre die Löwin der Täter. Mama. Was willst du? Wo war ich denn gerade? Bei Freigeboren. Ja, richtig. Das heißt, wenn du irgendwas Schreckliches vor mir verbergen willst, etwas, das dir große Angst macht und du nicht vergessen kannst, dann will ich, dass du zu mir kommst, weil ich dir helfen möchte. Ich hab nicht gedacht, dass es dich interessiert. Unsinn. Sag sowas nicht. Ich fühle doch genau, wenn einer von euch Probleme hat. Ganz offensichtlich steckst du in einer großen Krise.
Es ist mir egal, ob es mitten in der Nacht ist. Du holst deinen Boss sofort ans Telefon. Subito, capisci? Bleib so schön. Stronzo, es ist nicht zu fassen. Ich habe jetzt schon 37 Mal bei dem angeblichen Manager von Springsteen angerufen. 37 vergebliche Versuche. Und denkst du, der ruft zurück? Was ist nur aus der Höflichkeit geworden? Das Konzert findet schon in 2 Tagen statt. Wenn dein Springsteen bis jetzt noch nicht angerufen hat, dann... Wenn man vom Teufel spricht. Ja, you love it? Ich kann jetzt nicht mal, die Hühner können warten. Bleib so schön. Ja. Ich hab's dir ja gesagt, Pinscher. Warte, ich helf dir. Selbst wenn Bruce Springsteen scharf auf deinen Gig wäre, würde er es gar nicht mehr schaffen, pünktlich hier zu sein. Aber wenn mich jemand verklagt... Mann, das wird schon nicht passieren. Er steht doch nicht auf dem Plakat. Doch, er steht. Dann bist du für immer erledigt. Es sei denn, es stellt sich raus, dass Bruce Springsteen seit einiger Zeit ganz zufällig unser Nachbar ist. Au. Ich weiß was. Mann, ich hab die Lösung. Mann, der Junge hat mich auf einen Gedanken... Danke, Kleiner. Ich kenne einen Bruce Springsteen, der wohnt in Coldwell South. Er ist wohl ein einfacher Klempner. Na und? Wer fragt schon nach Details? Klempner? Ja, ich hab doch nicht gesagt, welcher Springsteen kommt. Das funktioniert doch nicht. Verschluck deine Zahnspange nicht. Bruce, Baby, wie geht der? Wie steht der? Hier ist Wayne. Love it, wir kennen uns doch. Na klar, Mama hat dir den Hühnermist geschickt. Ja, die mit dem Dammbad. Ich weiß jetzt, was passiert ist. Oh, Gott sei Dank. Ich habe Anna gefragt. Ich bin ja nicht blind. Schnauze, Mann! Ich verbinde ans andere Telefon. Habt ihr eure Erziehung mit dem Schaumlöffel genossen? Offensichtlich ja. Wenn du es ihnen früher erzählt hättest, Anna, dann hätte ich mich nicht schlagen müssen. Weißt du, es ist so, dass ich mich... Wenn ein Kerl dich in sein Auto zerrt, um dich zu vergewaltigen, dann verdient er eine ordentliche Tracht Prügel. Oh, Mann! Jemand soll dich beleidigt haben, hat Anna gesagt. Es geht nicht um mich. Es geht um Anna. Oh ja, danke, Jody. Klar, er hat bekommen, was er schon lange verdient hat. Ja, danke. Ja, ist das wahr? Nicht zu fassen. Mehr als die Hälfte der Mädchen haben mir gratuliert, dass ich Simon beim Direktor angezeigt habe. Es war nicht das erste Mal, dass er so eine Schweinerei gemacht hat. Aha. Hey, kann ich mal mit Jody sprechen? Nein, sie kann Männer zurzeit nicht ausstehen. Ja, okay. Wir sehen uns morgen. Wiedersehen. Du hättest es gleich jemandem sagen sollen. Richtig. Ich weiß nicht, warum du dich geschämt hast. Es war nicht deine Schuld. Das weiß ich. Ein Mädchen hat schließlich das Recht, Nein zu sagen, und es gibt keinen Grund, deswegen über sie herzufallen. Aus dem Grund wirst du Jody jetzt auch in Ruhe lassen. Oh, sie hat's auf mich abgesehen. Naja, ich finde, bei uns ist das was anderes. Ja, es ist nicht anders. Ich wollte mich noch bei dir entschuldigen, weil ich dich hängen gelassen habe. Ich glaube, dass das so eine Art Automatik war. Sag mal, war das nicht sehr komisch, dass wir, komisch, ohne dass wir genau wussten, was der andere das macht? Das ist, weil wir Zwillinge sind. Es geht mir immer ganz schlecht, wenn dir was passiert. Ich finde das irgendwie nett, dass wir immer gleich empfinden. Hör auf, Süßholz zu raspeln, mir wird schon ganz schlecht. Oh, oh, das ist ja die Höhe. Platz da, Platz da. Hallo. Wer will ein Autogramm? Na, wie war dein Wohltätigkeitsjahr? Sag's den beiden, Bobby, sag's ihnen. War der Wahnsinn. Es war ein Hit. Es war ein Riesen-Mega-Hit. Ihr hättet da sein sollen. Wayne, wir haben keine Karten bekommen. Das ist keine Entschuldigung. Ich sage euch, diese Nacht ist nicht zu steigern. Die Schule Santa Maria dei Miracoli ist gerettet. Dank Wayne. Stimmt das? Das fragst du noch. Das war die heißeste Nacht, seit Nero Rom abgefackelt hat. Die Zuschauer sind auf ihren Stühlen dahingeschmolzen. Nur als Bobby aufgetreten ist, sind sie alle rausgerannt. Weil du gesagt hast, wer noch zur Toilette will, hat jetzt noch die letzte Gelegenheit dazu. Du bist auch gegangen. Weil ich es nicht mehr halten konnte. Und wie ging die Geschichte mit Bruce Springsteen aus? Oh ja, hast du dich rausmogeln können? Nun, gleich zu Beginn hatte ich verkündet, dass ich zugunsten meiner karitativen Arbeit meine Showbusiness-Karriere aufgeben werde. Und die Leute haben applaudiert. Das war eine spontane Eingebung zur Kapuppe. Aber dann passierte etwas. Bruce Springsteen hat mein Leben geändert. Der kam ein Hit. Hat er wirklich gesungen? Singen, die Toilette war verstopft. Er hat sie repariert und bekam Standing Ovations.